Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Apollo. Ich darf heute in die Kanalisation gehen. Das wird lustig. Ich liebe es, in Kanalisation zu gehen. Ich dachte, hey, ich bin jetzt in der Liga. Ein Fangame ohne Kanalisation. Juhu. Aber das war so nicht. Und jetzt muss ich, während ich schon in der Liga teilnehme quasi, trotzdem noch in die Kanalisation gehen. Das kann nicht gerecht sein. Ich weiß nicht mal, wo der Eingang ist. Das hat mir keiner gesagt. Die sagen immer nur, geh in die Kanalisation. Woher soll ich wissen, wo das ist? Habt ihr den Pokal gestohlen? Wo ist die Kanalisation? Vielleicht muss ich nochmal meinen Freund hier ansprechen. Wo muss ich hin? In der Nähe vom Stadion, okay. Dann auf zum Stadion. Das ist hier. Okay. Ah, da. So schön. So schön. So schön. Ich hatte mich gefreut, einfach lauter Kämpfe zu machen. Gegen die Arena-Leiter hätte ich jetzt kämpfen dürfen. Weißt du, ich habe heute meinen großen Tag und muss jetzt gegen die Arena-Leiter kämpfen. Und die schicken mich einfach morgens mitten in die Kanalisation. Was soll das denn? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Hey, Fast-Champ, geh mal in die Kanalisation und erledige das für uns. Mhm, ist klar. Okay, eine Tür. Oh, ein sehr cooles Pokémon. Mag ich, mag ich. Tschüss. Noch ein Pokémon. Oh, Skumtang. Wiedersehen. Besiegt. Und Level up. Ja, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ein Ultraball. Ich will ja gar nicht sein. Ich wollte nur schön meine Liga machen. Stattdessen muss ich jetzt durch eine Kanalisation, wo wie immer alles gleich aussieht, durchgehen. Da ist der Pokal. Okay. Ha, der Feind. Lass ihm zeigen, wie stark der Sisiante-Clan ist. Okay. Was steckt denn da dahinter? Jetzt bin ich gespannt, was dahinter steht. Das sind ja nicht nur normale Hooligans anscheinend. Oh, das ist kein gutes Matchup. Oh, na, ich habe eine Flugattacke einsetzt, ist es das anscheinend doch. Nun. Das ist schön, da bleibe ich mit meinem gesteigerten Angriff doch gerne drin. Oh, schon vorbei. Ich kümmere mich um sie. Für Makunawa, für Unktena? Was? Woher wisst ihr davon? Was macht denn da der kleine Undichtdrache? Mit seinem gruseligen Gesicht? Oh. Weggecrittet, sehr schön. Und Level up. Oh. Oh. Mist. Wo geht der Baum hin? Der Baum ist geflüchtet. Tschüss. Hätte es einfach eine Pflanzenattacke einsetzen müssen. Das wäre. Dann wäre es easy gewesen. Wie kannst du dich auf die Seite der Ungerechtigkeit stellen? Wir wollen das zurück, was uns gehört. Alles gut gemacht, Miri. Der Sheriff ist schon auf seinem Weg, um sie hier wegzubringen. Ich werde dafür sorgen. Okay. Du kannst nicht einfach mit den Hoffnungen der Leute spielen. Oh. Makunawa wird wiedergeboren. Und Tena hat es so prophezeit. Okay, spannend. Bild. Sieht so aus, als hätte die Trophäe nichts abbekommen. Zum Glück. Die Trophäe. Hat es irgendeinen materiellen Wert? Ist sie sehr wertvoll? Hä? Nee, sie ist aus Silber mit Goldfarbe. Das Material ist nicht viel wert. Außer natürlich den symbolischen Wert. Das dachte ich schon. Diese zwei haben wollten nicht reich werden, indem sie die Trophäe verkaufen. Nein. Sie wollten, dass die Geister von der Leute von Kefira, nein, dass die Leute von Kefira schlecht drauf sind, indem sie die Liga ohne Trophäe lassen. Es war politisch. Um was geht es?
Sie sagten Makunawa. Das ist, so nennen die Ureinwohner Kefira, bevor wir angekommen sind. Sie nutzten das Wort, um ein hypothetisches Kefira in der Zukunft zu benennen, das, in dem die Ureinwohner die uns alle rauswerfen. Und das Unktena-Ding, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hörte sich an wie ein Kriegsschrei. Meine Theorie ist, dass die Ureinwohner irgendeine Art von Plan haben, um ihr Land zurückzubekommen. Eine Rebellengruppe braut sich in Vist Kefira zusammen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, du interpretierst da was rein, Apollo. Das waren zwei Kinder. Sie waren jünger als Miri und du. Wäre es nicht eher, dass das zwei Hoodigans waren, die einfach nur Aufmerksamkeit wollten? Ich hoffe, du hast recht, Dalio. Aber meine Rolle als Präsident beinhaltet, dass ich immer das Schlimmste erwarte. Ja, das verstehe ich. Wie auch immer, Miri, du solltest zurück zum Stadion gehen und die zweite Phase der Pokémon-Liga beginnen. Bereite dich gut vor. Okay. Ich werde da nämlich teilnehmen. Oh, stimmt, er ist ja auch Arena-Leiter. Das habe ich voll vergessen. Von wo kam ich? Wohin gehe ich? Oh ja. Anscheinend kämpfe ich noch gegen Radikal, die mich fast besiegt haben. Vielleicht treffe ich hier unten ja noch ein paar Pokémon, die ich eben fertig machen kann. Auf dem Weg wieder raus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit der Kanalisation, weil da war eine Tür. Türen bedeuten nichts Gutes. So, ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier nochmal zurück muss. Oh nein, das sind verschiedene Schalter. Oh nein, was gibt es hier? Ich will hier nichts machen. Ich will keine Rätsel lösen. Ich habe einfach keine Lust auf Kanalisation. Da hinten ist ein Item. Darauf habe ich Lust. Ich habe extra geheilt, um gegen starke Pokémon zu kämpfen. Radfratz. Es tut mir leid, aber das beinhaltet nicht dich. Jetzt bin ich doch am Ausgang. Können wir darüber reden, dass dieses wilde Pokémon gar keine Lust hat, gegen mich zu kämpfen? Also null. Was soll denn das? Voll unhöflich. Na gut. Wenigstens noch ein paar XP. Das war wild. So fängt man doch gerne seinen Tag an. Genau so, fantastisch. Okay. Ich würde gerne im Voraus wissen, gegen wen ich kämpfen muss. Dann könnte ich mein Team da ein bisschen drauf vorbereiten. Das wäre schon sehr nett. Aber irgendwie fürchte ich, wird das nichts. Naja, gut. Dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Phase, ne? Wird spannend. Mal sehen, gegen welche Arena-Leiter ich kämpfen muss. Falls ihr das Spiel auf habt, ist das wirklich random, wie das ausgesucht wird? Oder kriegt jeder die gleichen? Guten Morgen zu einem weiteren tollen Tag, mein liebes Publikum. Sollen wir die zweite Phase der Pokémon-Liga starten? Nun, hier sind die 8 Arena-Leiter von Kefira. Eine Runde Applaus! Yay! Ihr seid alle unglaublich stark. Ihr seid der Stolz der Nation, unsere Arena-Leiter. Okay, Landro ist der Neue, der Mundanus ersetzt. Alles klar. Glaube ich. Nun, Herausforderer Miri, es werden jetzt 3 zufällige Arena-Leiter ausgesucht, gegen die du kämpfen musst. Los geht's. Okay, es wurde entschieden. Du wirst gegen Biel, Feuerstahl-Arena-Leiter kämpfen, okay? Wasser-Arena-Leiter Romero und Briso, Eis-Arena-Leiter. Oh nein. Du kannst sie in der Reihenfolge bekämpfen, die du möchtest. Die zweite Phase wird beendet, wenn du alle besiegt hast. Okay. Wasser, Feuer und Eis. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Stahl an. Oder? Also, wenn ihr das aufspielt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ist das wirklich random? Es sieht nämlich tatsächlich fast so aus, als wäre das random, oder? Ich bin gespannt. Wie gesagt, das interessiert mich mal. Wir können auch mit meinem Angstgegner anfangen. Okay. Wir fangen hier an. Okay, auf geht's. Auf geht's, let's go. Natürlich fangen wir direkt mit einem Psycho-Stahl-Pokémon an. Ach, Kyroball.
Okay. Besiegt. Sehr schön. Das gibt auch direkt ein Level-Up. Golurk. Was ist Golurk für ein Pokémon? Ah. Es hat keinen Luftballon mehr. Ach, wirklich. So, hier wechseln wir dann mal. Surfer. Darf ich hier zwischen heilen? Ich glaube mal nicht, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass ich hier dann nicht heilen darf. Okay, bleiben wir drin. Mit Feuerstahl ist natürlich nicht schlecht. Dagegen habe ich sehr viele gute Pokémon. Ist einfach so. Tschüss. Ich bleib drin. Wobei ich das auch mit Hundemon gut hätte machen können. Aber... Ah. Es schwebt. Hätte ich das mal lieber gemacht. Wusste ich nicht, dass das schwebt. Au. Zweimal getroffen. Oh, und das ist schneller. Ich fasse es nicht. Ich wusste nicht, dass es schwebt, ehrlich. Keine Ahnung gehabt. Gut zu wissen. Ich dachte, das wäre wie Magneton. Es ist einfach schnell wie sonst was. Warum ist es so schnell? Warum ist es so schnell? Okay. Hilfe? Das Ding ist ja mal viel zu schnell unterwegs. Dass das sogar schneller als mein Hase hier ist, ist wild. Okay. Ungut, würde ich jetzt mal sagen. Ah. Mit dem Beulenhelm macht es sich jedes Mal selber Schaden. So Gerechtigkeit. Ich mache ihm nicht viel Schaden, aber... Na toll. Das war ein Crit. Das war der traurigste Crit aller Zeiten. Oh, danke, dass er mich auch gecrittet hat. Das ist so gerecht. Das habe ich in meinem Leben vermisst. Ja, ja. Das habe ich unbedingt gebraucht. Ach, besiegt. Was für ein fantastischer Kampf. Ich bin total transformiert. Von jetzt an werde ich weiter so arbeiten müssen. Viel Glück mit dem Rest deiner Kämpfe. Okay, ich darf ihn nicht heilen zwischendurch. Alles klar. Also, ich darf nicht am Pokémon Center heilen, aber so heilen, es sagt keiner was. So, bitteschön. Als nächstes Wasser. Was habe ich eingesetzt? Beleber, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich habe einen Supertrank ausgewählt. Ich will nicht drüber reden. Okay. Na gut. Machen wir als nächstes den Wassertrainer. So. Hallo. Hätte ich speichern sollen? Egal. Wird schon. Wir werden schon nicht gegen Wasser verlieren. Oh nein, warum habe ich das gesagt? Oh nein, ich hätte das nicht sagen dürfen. Svarones ist kein schwieriger Gegner, wenn man ein Elektro-Pokémon hat. Ich habe nicht gelesen, was er einwechselt. Oh. Wild. Eiszahn, danke dafür. Das Problem ist, da brauche ich auch nicht mein Drachen-Pokémon einwechseln mit dem Elektro. Weil gegen den Eiszahn findet er auch nicht so gut. Oh nein, ernsthaft? Ernsthaft? So knapp. Mit einem KP einfach überlebt. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt habe ich mich voll geheilt. Oh, hättest du mal früher eingesetzt? Das ist doch die stärkste Attacke, die du hast. Oh. Da hätte ich wechseln sollen. Da hätte ich wechseln sollen. So, war Luis wenigstens wieder voll geheilt. Oh, hat sich... Guck mal, das hat sich quasi genauso viel Schaden mit dem Beulenhelm gemacht. Das ist ja...
traurig für ihn. Sehr traurig. Würde ich jetzt mal sagen. Mossfoot. Ja. Neues Rexblizzer. Eisstrahl. Das ist echt. Oh nein, Toxic Orb. Oh nein, mach es weg. Oh nein. Oh nein, Toxic Orb. Oh no. Oh nein, jetzt heilt sich das jede Runde selbst, oder? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ey, das hätte auch ruhig reichen können. Oh nein, das... Ernsthaft? Das heilt immer genauso viel, dass ich... Verdammt. Komm schon, Critters oder so. Alter, das ist ja... Das ist ja ein Müll. Was soll denn das? Es hat... Ich habe genauso viel Schaden gemacht, dass er das immer geheilt gekriegt hat. Okay. Gut eingewechselt. Gut eingewechselt an der Stelle. Wow. Nun. Okay. Das war gemein. Alles klar. Was für eine Stärke. Immer doch. Ich gebe mein Bestes. Dann heilen wir hier und hier. Und Hypertränke natürlich auch. So, jetzt kommt der, vor dem ich tatsächlich am meisten Sorge habe. Der Eis. Der war beim ersten Mal schon so mies. Mit wem fangen wir an? Mit dem. Und dann wird das hoffentlich was, oder? Auf geht's. Briso. Ich habe das Gefühl, wir haben erst gekämpft. Aber wird schon. Ja, geben wir dem Publikum einen krassen Kampf. Die Motte, stimmt, mit der hat er angefangen. Okay. Ich erinnere mich. Autsch. Biotik. Fireblast. Wir hauen einfach alle mit Fireblast weg. Neuer Plan, bester Plan. Außer Mammutl. Mammutl ist nicht cool, das kommt jetzt wahrscheinlich. Das müssen wir mit Kampf weghauen. Und One-Hitted, sehr schön. Der Eishase ist sehr gut, muss ich sagen. Ist ein sehr feines Pokémon. Und da kommt sein eigener Eishase. Sehr schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. So möchte ich das sehen. Und Walreiser. Okay. Das kriegen wir damit auch gut besiegt. Würde ich jetzt mal vermuten. Sehr gut. Ja, der Eishase ist einfach eine gute Waffe gegen die Eis-Pokémon. Ist einfach so. Du hast mich besiegt, aber ich habe eine gute Lektion gelernt. Okay. Du hast meinen Respekt, Miri. Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich sehr. Das freut mich. Du hast all die Zutaten, um wirklich ein Meister-Pokémon-Trainer zu werden. Lass dich nicht ablenken und bleib deinen Idealen treu. Du musst bis zum Ende kommen. Alles klar. Damit haben wir alle besiegt. Okay, damit endet die zweite Phase der Pokémon-Liga. Herausforderer Miri hat den Sieg erreicht. Bald wird sie gegen mich kämpfen müssen. Yay, Ebano. Ich werde es dir nicht einfach machen, Herausforderer. Das wird der stärkste Kampf deines Lebens. Hast du das, was es braucht, um der Champ von Kefira zu werden? Wir werden es morgen rausfinden. Ruh dich währenddessen aus. Du wirst es brauchen. War das eine Drohung? Ich glaube schon. Ah, Kapseln. DE-Kapsel. Okay. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, das war's auch mit der heutigen Folge. Wenn ihr morgen dann den finalen Kampf und die Hochzeit sehen wollt, schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.